Eine junge Frau stirbt und eine Frage lässt ihr Dorf nicht los. Was, wenn der Mörder der beste Freund, der nette Nachbar oder der Mannschaftskollege ist? Nur er kann Klarheit bringen und endlich einen Schlusspunkt setzen, nach über 2 Jahrzehnten. Ursula starb im Mai 1987. Mit diesem Fahndungsplakat sucht die Dortmunder Mordkommission den Täter. Ich habe die Bilder gesehen, was er mit meiner Schwester gemacht hat. Ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Dieses nette Mädchen, einfach abgemurkst. Viele im Dorf hatten extrem getrunken, konnten oder wollten sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern. In Ostönn wurden viele verdächtigt. Es gab großes Misstrauen. Das wirkt sich auf die gesamte Dorfgemeinschaft aus. Das belastet enorm. Ostönn ist ein Ortsteil der Stadt Soest. Ein typisches 1000-Einwohner-Dorf in Südwestfalen. Kirchengemeinde, Freiwillige Feuerwehr, Schützen, Sportvereine, jeder kennt jeden. Aber eine Nacht im Mai 1987 verändert das Miteinander im Ort für viele Jahre. Am Tag nach einer großen Feier im Dorf findet ein junger Mann in dem Haus hinter mir die Leiche seiner Verlobten. Dann beginnt eine Spurensuche, die mehr als 20 Jahre dauern wird. Alles fängt mit einer großen Party an. Ostönn feiert den Aufstieg seiner Fußballmannschaft. Über 100 Gäste sind dabei, es gibt Freibier und die Stimmung ist ausgelassen. Auch die 26-jährige Ursula S. ist auf dem Fest. Sie steht bis tief in der Nacht hinter der Theke. Die Party findet in einer umgebauten Scheune in dieser Straße statt. Zu Ursulas Wohnung sind es von hier nur ein paar hundert Meter. Um 2:45 macht sich Ursula dann auf den Heimweg. Ihr Verlobter bleibt in der Festhalle, weil er da mit ein paar Freunden übernachten will. Eigentlich war geplant, dass 2 Freundinnen bei Ursula schlafen. Aber die sind dann doch schon früher mit einem anderen Bekannten nach Hause gegangen. Also läuft sie das kurze Stück allein. An ihrem Gartentor wird Ursula S. zuletzt gesehen. Was genau danach in der Wohnung im Obergeschoss passiert, das bleibt lange ein Rätsel. Sicher scheint erstmal Folgendes. Die junge Frau kommt allein in die Wohnung. Sie stellt eine Schüssel mit einem Rest Kartoffelsalat in die Spüle und legt Schlüssel und Portemonnaie ab. Den Wecker auf dem Nachttisch stellt sie auf 9 Uhr morgens, weil sie dann in der Festhalle aufräumen will. Ursula zieht sich um und streift eine graue Jogginghose über. Vielleicht, weil es in dem Moment klingelt. Ursula öffnet ihrem Mörder wohl selbst die Tür. Vielleicht, weil sie denkt, es ist ihr Verlobter, der keinen Schlüssel dabei hat. Oder weil sie ihn kennt. Ab hier wird es für die Ermittler immer schwieriger, den Abend zu rekonstruieren. Die Tat ist 1987 begangen worden. Die Rechtsmedizin befand sich damals noch nicht in dem Stand, in dem sie sich heute befindet. Eine ganz konkrete Eingrenzung der Tatzeit ist daher leider nicht mehr möglich. Der Verlobte und 2 Freunde klopfen und klingeln morgens um 5 das erste Mal bei Ursula. Weil niemand öffnet, gehen sie davon aus, dass Ursula nach der Party noch schläft. Aber als sie den ganzen Tag nicht zu erreichen ist und auch nirgendwo gesehen wird, machen sich die Männer Sorgen. Ein Nachbar öffnet dem Verlobten am Abend dann die Haustür. Die Wohnungstür ist nur angelehnt. Im Schlafzimmer finden die Männer Ursula tot neben dem Bett. Die Spuren am Tatort weisen auf eine versuchte Vergewaltigung hin. Die junge Frau wurde gewürgt und mit mehr als 70 Messerstichen getötet. Die Ermittler befragen die Partygäste. Aber viele von ihnen haben zu viel getrunken, um sich genau zu erinnern. Am Ende gibt es 40 Verdächtige. Und nichts passt so richtig zusammen. Die Polizei kommt mit ihren Ermittlungen nicht weiter. Und die Leute im Dorf werden misstrauischer. Die Hälfte von ihnen war ja in der Nacht unterwegs. Und alle ahnen, einer von ihnen muss es gewesen sein. Einer, der auf dem Fest war und deshalb genau wusste, dass Ursula allein zu Hause war. Es war damals eine sehr schwere Zeit, wie das hier im Dorf war. Dass auf so einem kleinen Dorf so ein schrecklicher Mord passiert ist. Ich habe auch mal behauptet, ich wüsste, wer es ist, weil ich ein ganz festes Gefühl dafür habe. Aber da hat mich sogar die Kriminalpolizei von Dortmund angerufen und hat gesagt, Herr Berro, Sie wissen, wer das gemacht hat? Ja, sicher, der und der. Ja, den vermuten wir auch, aber wir können es ihm doch nicht beweisen. 2 Jahrzehnte lang lässt sich nichts beweisen. Ursula und ihr Mörder müssen in der Nacht beide nacheinander quer durchs Dorf gelaufen sein. Und trotzdem hat niemand etwas gesehen. Die Polizei verhört Dutzende Verdächtige, überprüft Alibis und kommt einfach nicht weiter.
Sie legt den Mordfall Ursula S. als Cold Case zu den Akten. Bis Anfang 2009. Es ist nur ein paar Wochen her. Da haben wir ausführlich über ungeklärte Mordfälle in Südwestfalen berichtet. Darunter ein brutaler Mord an einer jungen Frau in Soest-Ostönnen vor 22 Jahren. Die Tat versetzte den kleinen Ort in Angst und Schrecken. Und nach all den Jahren, da hat wohl niemand mehr damit gerechnet, dass der Täter tatsächlich noch geschnappt werden könnte. Im Februar 2009 klingeln 6 Polizisten bei einem ehemaligen Nachbarn von Ursula. Es ist früh morgens und er liegt noch im Bett. Die Tür öffnet seine Frau, ohne irgendeine Ahnung, was da gerade passiert. Sie denkt, ihr Mann werde bloß zu einem DNA-Test abgeholt. In Wirklichkeit ist er längst der Hauptverdächtige. Wir sind dann ins Schlafzimmer gegangen, konnten ihn dort antreffen. Er wachte dann auch direkt auf. Ihm wurde eröffnet, dass ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Er meinte darauf, dass er sich anziehen würde, mitkommen würde, ohne zu fragen, weswegen der Haftbefehl erlassen wurde. Eine Festnahme 22 Jahre nach der Tat. Für die Ermittler ist das natürlich ein großer Erfolg. Aber in Ostönnen sind viele Menschen skeptisch. Der Tatverdächtige ist nämlich ein Familienvater, der lange im Ort gelebt hat. Er gilt als engagiert, beliebt im Fußballverein und für viele war er ein Vorbild. Einer, der für die Mannschaft da war, für die Jüngeren auch da war. Ja, eine Vaterfigur, dem man auch mal sein Leid ausschütten konnte. Und ja, halt immer für jeden da, der halt alles zusammengehalten hat dort im Verein. Ich glaube doch schon, dass das ganze Dorf auch geschockt war. Doch geschockt war, weil halt es ihm niemand zugetraut hat. Ja? Und wir glauben es ja auch nicht, dass da irgendwas dran ist. Was an den Vorwürfen dran ist, muss vor Gericht geklärt werden. Die Ermittler sind sich sicher. Sie haben den Richtigen als Täter überführt. Am Ende muss Willi Erdmann als Richter am Landgericht Arnsberg entscheiden. In dem Prozess haben Sie ja um die 50 Zeugen gehört. Und da waren ja auch viele Menschen von hier aus Tönnen dabei. Wie haben die dann auf die Entwicklungen reagiert? Ich hatte das Gefühl, nach dem, was wir so dann in den Vernehmungen gehört haben, das bildeten sich auch gleich wieder zwei Lager. Weil einige sagten, na endlich und Gott sei Dank, jetzt haben wir Klarheit. Und andere sagten, wir können uns das nicht vorstellen. Das kann so nicht sein. Herr Erdmann, wie kam es denn dazu, dass es dann nach so vielen Jahren ja wieder Bewegungen im Fall gab? 87, das war die Zeit, wo DNA-Analysen noch nicht zwingend genutzt wurden. Richtig genehmigt wurde die DNA-Analyse für den Gerichtsbereich durch den Bundesgerichtshof. Ein Jahr später, 88. Allerdings war da das Medium DNA in der Entwicklung. Es war in den ganz frühen Anfängen und wir bekamen vom Bundesgerichtshof relativ klare Vorgaben, unter welchen Bedingungen man das nutzen kann. Da war nicht jede Spur dann verwendbar. Da gab es eine Nachweisgrenze, ab der man keine sicheren Schlüsse ziehen konnte. Und das hatte sich geändert im Laufe der Jahre. Es wurde immer genauer, sodass dann bei den Beamten der Mordkommission der Gedanke aufkam, vielleicht finden wir dann doch noch kleine Spuren und können die Spuren, die wir haben, tatsächlich gerichtsfest auswerten. Die Ermittler setzen also alles auf eine Karte und riskieren sogar die Zerstörung von Beweisen. Das war die berühmte gelbe Wolldecke und das waren ganz winzige Spuren am Bereich der Jogginghose des Opfers. Und dann gab es auch noch Spuren, die von den Fingernägeln genommen worden sind, die auf Abwehrverhalten vermutlich zurückzuführen sind. Das ist dann nach München geschickt worden. Und damit da auch wirklich nichts schief ging, hat der Beamte aus der Kriminaltechnik das persönlich gebracht und gesagt, das schicken wir nicht per Post. Das Material, das ich ja mit Mühe gesichert habe, das war ein sehr aufwendiges Sicherungsverfahren. Weil die Teile wurden teilweise zerschnitten und dann kriminaltechnisch bearbeitet. Diese Teile bringe ich persönlich nach München. Die Untersuchung übernimmt Katja Anslinger vom Rechtsmedizinischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität. Als Sie dann damals die Spuren bekommen haben aus Ostönnen, was waren da Ihre Erwartungen, als Sie mit der Arbeit begonnen haben? Wenn wir uns nichts davon versprochen hätten und es von vornherein als total aussichtslos gesehen hätten, hätten wir den Fall zu diesem Zeitpunkt auch nicht untersucht. Also bevor man dann Spuren vernichtet, muss man vielleicht dann vorher sagen, es macht keinen Sinn, ich höre an diesem Punkt einfach auf.
Was hat sich denn während der Ermittlungen verändert? Also, ja, welche neuen Möglichkeiten gab es dann 20 Jahre nach dem Mord? Früher, wie gesagt, hat man eher nach großen Blutspuren, Spermaspuren, Speichelspuren geguckt. Und heute weiß man, dass man aus einzelnen Hautschuppen ein DNA-Identifizierungsmuster erstellen kann. Das heißt, die Anzahl der potenziellen Spuren, die zu einer Untersuchung geeignet sind, hat sich natürlich enorm vergrößert. Es wurden ja 3 DNA-Spuren in der Wohnung gefunden, die zu einer Person gehört haben. Und die Verteidigung hat ja aber gesagt, dass die Person gar nicht in der Wohnung gewesen sein muss, sondern dass die auch durch einen früheren Kontakt entstanden sein können. Wie realistisch ist es denn? Wir wissen alle aufgrund von Studien, dass DNA-Transfer stattfinden kann. Und deswegen muss er natürlich beachtet werden. Und alle diese Sachen kann man untersuchen. Aber, und das ist eigentlich das große Aber bei der Technik oder überhaupt bei der Bewertung, diese Sachen sind immer unter Laborbedingungen und folgen ganz strikten Vorgaben. Ich sage jetzt mal, eine Person fasst einen Gegenstand so lange an, gibt einen gewissen Druck auf den Gegenstand oder führt eine Handlung mit einem Gegenstand durch. Dann nimmt die nächste Person diesen Gegenstand in die Hand und so weiter. Und dann schaut man sich, ob sich DNA von den einen auf den anderen überträgt. Das sind also starre Maßnahmen. Ich habe das präsentiert, was es für Ergebnisse gibt, unter welchen Bedingungen die generiert werden und wie diese Ergebnisse, die unter Laborversuchen entstanden sind, mit denen vom Fall übereinstimmen oder eben nicht übereinstimmen. 2 Dinge sprechen gegen eine zufällige DNA-Übertragung. Ihre Jogginghose hat Ursula S. eigentlich nur zu Hause getragen und die gelbe Wolldecke lag immer im Schlafzimmer. Außerdem hat die junge Frau an dem Abend an der Theke Gläser gespült. Dass sie danach noch zufällig DNA des Verdächtigen unter einem Fingernagel gehabt haben könnte, hält das Gericht für unwahrscheinlich. Abgesehen davon hat ein damaliger Freund des Tatverdächtigen ausgesagt, dass dieser die Feier für etwa eine Stunde verlassen habe. Immer mehr Indizien sprechen also dafür, dass der Angeklagte auch wirklich der Mörder ist. Im Dezember 2009 soll das Urteil fallen, also eigentlich. Aber in diesem ungewöhnlichen Fall kam mal wieder alles ganz anders. Alle hatten den Richterspruch erwartet. Nach 14 Verhandlungstagen sollte am späten Nachmittag endlich klar sein, ob dem Gericht die Indizien und DNA-Spuren für einen Schuldspruch ausreichen oder nicht. Stattdessen präsentierte der Richter eine neue Spur. Erst heute hatte das Gericht einen anonymen Brief aus den Niederlanden erhalten, der den Angeklagten erneut belastet. Was hatte es mit diesem Brief auf sich, den Sie da bekommen haben? Also was stand da so drin? Dass angeblich blutverschmierte Kleidung irgendwo gefunden worden ist im Garten und dann anschließend wohl gereinigt worden sein soll. Wahrscheinlich oder möglicherweise durch die Mutter des Angeklagten. Wir haben darüber kurz nachgedacht und dann haben wir es eingeordnet in die Aufgeregtheiten, die in dem Dorf hin und her gegangen sind. Es gab ja auch unterschiedliche Äußerungen, bis hin zu Anschuldigungen und Fragestellungen. Und damit war es für uns eigentlich erledigt. Stützen konnten wir darauf nichts. Welche Auswirkungen hatte dann dieser Brief auf den Prozess? Eine gewisse Verzögerung, weil wir der Sache nachgehen mussten. Der Prozess zieht sich. Und dann ist der Angeklagte plötzlich wieder frei. Die muss er nicht mehr tragen. Nach einem Jahr Untersuchungshaft ist der mutmaßliche Täter zunächst frei. Der Richter sah keinen Grund, den 40-Jährigen weiter in Haft zu halten. Solange nicht bewiesen ist, dass er schuldig ist, ist ihm eine längere Haftstrafe nicht zuzumuten. Er muss sich aber regelmäßig bei der Polizei melden und zu den Gerichtsterminen kommen. Es gibt sogar einen Ortstermin in Osttönn. Der mutmaßliche Täter am Tatort. Zum Gerichtstermin kommt der 40-Jährige mit seiner Ehefrau und Freunden. Warum wurde denn damals dieser Ortstermin überhaupt angesetzt? Wir wollten eine Vorstellung davon bekommen, ob es möglich war, in der Zeit, die wir festgestellt haben, die der Angeklagte sich entfernt hatte, ob es möglich war, all die Dinge, die wir dann noch nachträglich feststellten, zu machen, ob er dazu die Zeit hatte. Die Sachen, die haben wir zeitlich einordnen wollen und haben festgestellt, das war aufgrund der kurzen Entfernungen hier möglich. Welches Bild hatten Sie dann am Ende der Ermittlungen? Ja, dass jemand, der der Ursula bekannt war, geklingelt hatte. Sie hat geöffnet. Es kam zu einer sexuellen Attacke im Schlafzimmer. Wir haben das als versuchte Vergewaltigung festgestellt. Dazu kam ja noch ein Würgevorgang.
Der Würgevorgang führte nicht zum Tode, aber er brachte eine gewisse Bewusstlosigkeit. Er muss dann in die Küche gegangen sein und in der Küche lagen Messer und hat dann das Opfer getötet, um die vorher versuchte Vergewaltigung zu verdecken. Am 22. Juni 2010 ist es dann wirklich soweit. Es soll tatsächlich ein Urteil geben. Auf diesen Tag hat Osttönn mehr als 20 Jahre gewartet. Besonders Ursulas Familie. Ich will nur, dass der seine Strafe kriegt für das, was er gemacht hat. Die 7 Jahre, die der Staatsanwalt gefordert hat, ist in meinen Augen noch zu wenig, so richtig bestrafen. Ich glaube, könnte man das gar nicht. Wenn ich überlege, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat mit meiner Schwester, sind die 7 Jahre zu wenig. Richter Willi Erdmann steht in diesem Fall vor einer großen Herausforderung. Es gibt kein Geständnis. Er urteilt in einem reinen Indizienprozess. Alle Straftaten bis auf Mord wären bereits verjährt. Und weil der Angeklagte zur Tatzeit erst 18 war, wird nach Jugendstrafrecht geurteilt. Wie viel Sinn ergibt das denn, einen 40-Jährigen nach Jugendstrafrecht zu verurteilen? Naja, das wirkt natürlich erstmal für jemanden, der das von außen betrachtet, überraschend. Aber es sprechen gute Gründe dafür, die ganz jungen Menschen etwas mehr unter dem Gesichtspunkt der Pädagogik unter Schutz zu stellen. Dass er jetzt eben schon 40 Jahre alt war. Gut, das hing natürlich auch damit zusammen, dass die Ermittlungen erst jetzt eine solche Dichte bekommen hatten, dass man zu einem Ergebnis kommen konnte. Ja, das ist einfach nicht zu verändern, das geht nicht anders. Aber deswegen können wir ihn nicht nach heutigem Strafrecht beurteilen, sondern wir müssen uns schon in die Situation des 18-jährigen jungen Mannes versuchen hineinzuversetzen und das zu berücksichtigen. Jetzt ist es ja nach mehr als 2 Jahrzehnten so, dass bis auf Mord alle Straftaten verjährt sind. Was mussten Sie also nachweisen, damit diese Straftat als Mord gilt? Wir hatten ja hier eine versuchte Vergewaltigung festgestellt mit einer gewissen Zäsur zu dem weiteren Verhalten, das dann zur Tötung führte. Damit war das Tatmerkmal zur Verdeckung einer Straftat, das war gegeben. Die Grausamkeit konnten wir nicht feststellen. Einfach deshalb, weil die rechtsmedizinischen Gutachten ergeben hatten, dass Ursula über einen gewissen Zeitraum bewusstlos war und in diesem Zustand der Bewusstlosigkeit die tödlichen Stiche, Messerstiche bekommen hat. Jetzt rückblickend heute, wie haben Sie den Fall in Erinnerung? Ich habe ihn in Erinnerung als einen der schwierigsten und umfangreichsten Fälle, die ich verhandelt habe. Dieser hatte besondere Anforderungen, was die Beweislage angeht. Dieser hatte Anforderungen zu berücksichtigen, wie die neuen technischen Entwicklungen einzuordnen sind, die es im DNA-Gutachtenbereich gab. Aber letztendlich, wenn ich zurückschaue, ist das für mich auch ein bisschen Beruhigung, wenn ich diese hervorragende Arbeit der Ermittlungsbehörden sehe. Und für mich ist das Ergebnis, dass ein Täter der Tat überführt wurde. Und das ist beruhigend für alle die, die Zweifel haben, ob dieser Rechtsstaat tatsächlich mit den Anforderungen dieser Zeit gerecht wird. Letztendlich verurteilt das Gericht den Angeklagten wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten. Im Urteil heißt es: Der Angeklagte ist zwar schon damals wie auch heute ein Mensch, dem von seiner Persönlichkeit her eine solche Tat eher fremd zu sein scheint. Er ist weder vor der Tat noch danach durch aggressives oder affektiv gesteuertes Verhalten aufgefallen. Allerdings ist das kein zwingend entlastender Umstand. Denn solche Taten können bei einem Menschen einmalig sein und bleiben, ohne dass es in der Persönlichkeit im Vorfeld oder im Nachhinein irgendwelche Anhaltspunkte für die Begehung einer solchen Tat gibt. Für mich passt das irgendwie nicht so richtig zusammen. Jemand versucht, eine junge Frau zu vergewaltigen und begeht dann sogar einen Mord, um das zu vertuschen, und soll sonst aber ein netter Kerl sein. Was denkt ihr? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr True-Crime-Fälle aus NRW sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal.